So, ich bin jetzt mit Chico draußen und ich bin eigentlich schon länger mit Chico draußen jetzt. Also wir sind gerade schon ein bisschen durch unsere Straße gegangen und eine Treppe hochgegangen. Das war halt nicht so interessant da. Und jetzt zeige ich euch ein bisschen unsere Straße, weil wir sind noch immer in unserer Straße. Also wir bleiben auch in unserer Straße. Hier ist voll das mega schöne Haus. Das mag ich voll. Ja. Also es ist halt oberhalb jetzt von unserer Straße, aber es ist immer noch unsere Straße. Es ist halt mäßig so ein Bogen, den man rumgehen muss. Genau. Ja, das sind nicht unbedingt schöne Häuser. Also das finde ich jetzt ganz okay. Weil das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, manche finden es schön, ich finde es jetzt nicht so schön. Das ist jetzt auch nicht so interessant. Das ist auch nicht, wobei doch schon. Aber die Gegend hier generell ist halt voll schön. Ja, genau. Das finde ich auch voll schön hier. Wo man hier so um die Ecke eine Treppe hochgeht. Komm! Hier ist Chico übrigens, ja. Na komm, nein, nicht ins Beet. Das finde ich voll schön, die Blumen. Das erinnert mich, wenn das Dorf. Oh nee, das ist nicht, wenn das Dorf ist. Hier erinnert mich das immer voll an ein Schwimmbad. Ich weiß nicht, ist halt so grün und dann diese Türen. Keine Ahnung. Jetzt macht Chico gerade ein großes Geschäft, das muss ich kurz wegmachen. So, jetzt geht's weiter. Das war jetzt schon das zweite Mal in dieser krassen Gassi-Runde. Das Auto ist irgendwie voll schön. Also, es hat voll das schöne Rot. Richtig Baba. Das sieht generell voll geil aus. Und jetzt gleich kommt, finde ich, das Interessanteste bei uns auf der Straße. Hier ist halt so eine Baustelle, das ist jetzt nicht so interessant. Aber da hinten sind halt voll die schönen Häuser. Und so, und irgendwie, das war komisch. So, unsere Straße ist halt eigentlich ganz anders. Und jetzt auf einmal so. Irgendwie. Das, ich lieb's einfach. Jetzt geht's da oben halt weiter. So, und das ist halt eigentlich voll nicht wie unsere Straße sonst ist. Hier ist noch so ein altes Haus. Das Gelände mag ich auch. Mega. Irgendwie. Boah, ich habe mir da Fotos gemacht aus, von dem Haus, ne? Auf einmal da hinten im Garten saß so ein Dude. Der hat mich die ganze Zeit voll komisch angeguckt. Keine Ahnung, das war so cringe. Und voll peinlich. Oh, da kommt noch ein Hund. Ich muss Pause machen. Okay, der hat Chico eh nur an. Warte. Komm her. Ja. Na, also, der hat mich nicht sonderlich. Also, Chico hat nichts gemacht, aber der Hund hat den die ganze Zeit angekläfft. Komm. Okay, der war gerade an dieser einen Stelle voll beschäftigt, hat er die ganze Zeit rumgeschnuppert. Deswegen dachte ich, es könnte ein bisschen langweilig werden. Hier hat man eigentlich im Dunkeln voll einen schönen Ausblick. Jetzt, wobei doch schon, jetzt auch. Ja. Ich finde es so peinlich, wenn Leute mich sehen. So, keine Ahnung. Da kann man voll auf die Wupper runterschauen. Also nicht auf die Wupper, aber an dem Weg neben der Wupper. Hier ist dann plötzlich, also unsere Straße ist ja eigentlich voll schön, ne? Und hier ist dann einfach plötzlich wieder so random irgendwas, was hier gar nicht so passt. Halt so eine Assi-Treppe. Ist aber voll die. Ich mag es trotzdem, mich da so hinzusetzen, weil da halt so ein Bank ist. Und so und sonst generell die Umgebung ist voll schön. So weit ist es jetzt noch nicht mehr zu uns nach Hause. Ja. Vorsicht, Chico. Ich muss gucken, dass der nichts anschlabbert, weil der war gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendwas vom Hund ausgekotzt oder so. Und das schlabbert er dann gerne mal ab, was jetzt nicht so lecker ist. Ja, und das mache ich dann auch nicht so gerne. Oder dieses Haus finde ich auch voll hässlich irgendwie.
mit so Fliesen. Weiß ich ja nicht. Hier hat man auch voll einen schönen Ausblick. Hier ist unten sind überall so Schrebergärten. Ja. Und gleich habe ich noch Storytime zu einem Haus. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Eigentlich zu zwei Häusern. Also Storytime zu einem Haus, zum anderen Haus. Das will ich euch einfach mal zeigen. Ja, die Balkons mag ich voll. Das finde ich voll nice. Das wird schon nicht einfach so. Also wir haben auch einen Balkon, aber der geht halt nach innen. Und das ist ein bisschen langweilig. Hier geht so eine komische Treppe runter. Ja, also zu diesem Haus Storytime. Das wird jetzt im Moment zwar umgebaut. Und da waren immer voll viele Brombeeren. Sieht man jetzt nicht, ich weiß. Aber es war tatsächlich mal so. Und ich habe es so geliebt, ne? Hier auch überall. Ist vor allem so ein schöner Balkon und da waren auch Brombeeren. Ja, und dann hat uns so ein Typ mal da einfach Brombeeren pflücken lassen, also halt unser Nachbar. Und das fand ich voll nett zu dem. Ich hoffe von dem. Ich hoffe übrigens, ihr versteht mich. Ich glaube, ich rede ein bisschen leise. Aber passt schon, denke ich. Das Auto ist voll schön. Ich mag Fiat 500 voll. Minis liebe ich auch. Ja. Halt so typische Frauenautos, ne? Da bin ich eigentlich gar nicht so girly unterwegs. Aber ja. Das wird auch mal schöner. Ist jetzt ein bisschen verkommen. Aber den Garten mag ich voll. Der ist mega nice. Hier ist noch eine weiter. So eine Einfahrt. Das ist einfach so ein Benjamin-Blümchen-Haus. Also wir haben es früher mal Benjamin-Blümchen-Haus genannt. Und ich nenne es halt immer noch so. Weil der ist halt so ein Elefantenkopf, aber ihr werdet es gleich sehen. Früher, als ich klein war, fand ich es so besonders. Ne? Mittlerweile, es geht. Hier stehen so alte Garagen auch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch verwachsen jetzt mittlerweile. Okay, man kann halt nicht mal das Haus sehen. Schon irgendwie traurig. Das ist einfach an der Wand so ein Elefantenkopf. So. Die Eltern also meine Eltern und die Eltern von den Freunden hier aus dem Haus haben halt das immer Benjamin Blümchenhaus genannt. Deswegen haben wir das auch so genannt, beziehungsweise nennen es noch immer so. Und da war halt auch immer so ein extrem schmaler Liegestuhl. Und dann haben wir mal gesagt, das ist von Karl. So, ich war so voll verwirrt. Deswegen, weil ich dachte so, hey, Benjamin Blümchen wohnt doch im Zoo und hat kein Haus. Dann meinten die, ja, der hatte irgendwie noch so ein anderes Haus, keine Ahnung, der wohnt im Zoo, aber hat noch so ein Haus. Und ich so, dass er früher auch in dem Haus gewohnt hat und dann, dass er in den Zoo gekommen ist. Ja, und jetzt gleich kann ich euch meine neue Tür zeigen, dass er ins Treppenhaus und dann habe ich eine neue Wohnungstür bekommen. So, das ist unsere neue Wohnungstür. Kann ich euch noch mal genauer zeigen. Ist nämlich echt nice. Ich mag das voll. Das ist mein Ziel.